Tag auch, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit am Start seid hier auf Königsblau TV. Mein Name ist Kesti und ja, ich habe ein paar Neuigkeiten für euch mitgebracht. Und zwar, Ralle Fährmann ist die Nummer 1 auf Schalke. Ja, ist jetzt schon von Karel Gerrards festgelegt worden, direkt zu Anfang des Trainingslagers. Wird Ralle Fährmann also als Nummer 1 in die Rückrunde gehen und ich hoffe jetzt auch wirklich mal bis zum Ende seines Vertrags 2025. Ich kann es nicht mehr sehen, dass wir permanent rotieren auf der Torhüterposition. Und ja, einige haben Fährmann sehr, sehr kritisch gesehen, auch wegen der Geschichte, die da mit seinem Berater abgelaufen ist. Aber ich muss da einfach mal sagen, dass Ralle Fährmann so eine lange Zeit auf Schalke gewesen ist. Und für mich ist einfach entscheidend in dem Falle, zum einen natürlich seine sportliche Qualität, für mich ist er immer noch der beste Torhüter, den wir aktuell im Kader haben. Ja gut, Marius Müller mag genau in die Richtung auch irgendwo kommen, aber jetzt kommt der zweite Faktor. Und ganz ehrlich, Ralf Fährmann will mehr als jeder andere Torwart von Schalke 04 sein. Und dieses Wollen, dieses Gierigsein, ja, das strahlt Ralle Fährmann für mich viel, viel mehr aus als jeder andere Torhüter jemals auf Schalke. Ja, also der hat sich schon gegen so viele Konkurrenten nachträglich dann doch immer durchgesetzt. Und der Ralle ist einfach ein Stehaufmännchen. Also ich feiere die Entscheidung. Ich weiß, viele tun es nicht, gerade aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit. Aber hey, was willst du machen, Alter? Der ist jetzt halt gerade gesund. Ja, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass er weiterhin nicht verletzt sein wird. Wenn es dann so kommt, ja gut, dann ist es so. Aber das ist ganz normal im Sport, dass sich Spieler verletzen, und das kann einem 35-Jährigen genauso gut passieren wie einem 19-Jährigen. Also ich feiere also auf jeden Fall die Entscheidung jetzt von Karel Gerrards. Und er sagt ja auch ganz klar, Marius Müller kann sich ja beweisen, kann sich ja nochmal im Training anbieten, aber erst einmal, und das ist wichtig für einen Torhüter, bekommt Ralle Fährmann das Vertrauen von der Gerät. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil und löblich. Zweite Nachricht, Niklas Tauer wird uns jetzt verlassen. Zwar geht er zur Eintracht Braunschweig, wird dort den Rest der Saison verbringen. Wir haben ihn ja nur ausgeliehen von Mainz 05 und dementsprechend wird diese Leihe wird jetzt aufgelöst und er wird weitervergeben nach Braunschweig. Kleines Missverständnis offensichtlich, was da stattgefunden hat, oder ein größeres Missverständnis. Dementsprechend müssen wir uns jetzt weiter umschauen. Jetzt natürlich die Frage, wie viel Geld wird denn wohl möglich jetzt wohl frei, auch für eine mögliche Leihe von Darko Chulinov? Ich bin da so ein bisschen skeptisch bei der ganzen Geschichte, jetzt nicht wegen Darko Chulinovs Qualität, ein bisschen vielleicht auch wegen seiner Verletzungsvorgeschichte jetzt bei Burnley, das schon. Aber in erster Linie denke ich mir, okay, brauchen wir jetzt gerade Darko Chulinov? Ja, ist der jetzt gerade die oberste Priorität? Und außerdem ist natürlich auch die Frage, ob ich denke mal, dass Chulinov einiges mehr verdienen wird als Niklas Tauer. Gerade weil er beim Premier League Club Burnley spielt. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon gereicht hat, um Chulinov wirklich loszueisen. Und wie gesagt, es ist einfach eine Frage der Priorität. Ne? Was macht man jetzt? Will man einen Backup haben für Cedric Brunner als Rechtsverteidiger fürs 3-5-2, was wir demnächst wieder spielen werden unter Karel Gerrards, oder Innenverteidiger? Wo legen wir jetzt den Fokus hin? Ja, und ich denke, da haben wir eigentlich andere Baustellen als den Sturm aktuell. Auch wenn unsere Stürmer jetzt nicht so regelmäßig getroffen haben. Aber insgesamt stehen wir ja ganz gut da mit der Anzahl an Toren. Ja? Hat sich eben auf mehrere Torschützen verteilt. Also bleibt weiter spannend auf Schalke. Transferperiode geht noch einige Zeit. Und was da noch passiert, ich bin sehr, sehr gespannt. Was natürlich schade ist, dass die Spieler jetzt nicht zum Anfang des Trainingslagers mit dabei sind. Dafür sind aber 5 Jugendspieler an der Zahl, 2 aus der U19 und 3 aus der U23 mit dabei. Das ist ja schon mal was.
Ne? Also ich bin mal gespannt, ob sich da einer durchsetzen kann. Unter anderem Steven van der Sloot ist wieder mit dabei. Und ja, da hätten wir ja jemanden für die Rechtsverteidigerposition. Jo, das dazu. Ich bin heute höchstwahrscheinlich beim Schalker 3-Sel. Ich muss noch mal mit Andi heute sprechen, aber wahrscheinlich wird heute um 19.04 Uhr der Schalker 3-Sel stattfinden auf dem Kanal Schalker 3-Sel. Lasst da auf jeden Fall ein Abo da auf dem Kanal. Das sind zwei ja wirklich fantastische Typen, die diesen Kanal machen, nämlich Schalker Botschaft und auch der Schalker. Und ja. Das einmal dazu. Achso, und morgen bin ich um 20.15 Uhr wieder für euch live auf Königsblau TV. Ja, da quatschen wir weiter. Und gestern war ein mega geiler Stream. Herzlichen Dank dafür. Hat richtig Bock gemacht. Und ja, irgendwie ist so die Lust wirklich am Schalke-Content machen. Die ist jetzt auch wieder mit zurückgekommen, nachdem ich einfach mal ein paar Videos wieder gemacht habe. Ja, bin ich jetzt mehr oder minder wieder ja voll drin. Und ja, macht auf jeden Fall gerade echt Spaß, Videos für euch zu produzieren. Genau. Und der Vlog auf dem Zweitkanal ist jetzt auch hochgeladen. Ja, also checkt ihn gerne aus. Hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe mich ein bisschen dreijährig angestellt mit meinem Schnittprogramm. Ich gebe es ja zu. Ja, auf jeden Fall, der letzte Vlog aus London ist auf meinem Zweitkanal Kesti. Checkt den gerne aus. Und damit sage ich, wir sehen uns heute Abend, 19.04 Uhr, Schalker 3-Sel. Bis dahin, ciao.